Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz recht herzlich zu einer neuen Sendereihe in Ihrem offenen Kanal. Wir haben aus gegebenem Anlass eine Sendereihe aufgelegt, die sich mit den Direktkandidaten zur Bundestagswahl beschäftigt. Und zwar hat die Petra Grune vom Wochenspiegel und der Klaus Treuter vom Merseburger Report. Genau so ist es. Wir haben uns also Gedanken gemacht, wie wir Ihnen Ihre Direktkandidaten näher bringen können. Und was liegt da näher, als die einzuladen, hier in unserer Sendung? Wir haben einmal von der SPD den Dr. Andreas Schmidt eingeladen, dann von der CDU die Uta Heller, von der FDP den Harald Oster, vom Bündnis 90 die Grünen den Norbert Jung. Und heute zu Beginn unserer kleinen Sendereihe, da haben wir den Harald Koch eingeladen. Er ist zurzeit der Einzige, der überhaupt im Bundestag ist, und zwar für die Linken. Wir begrüßen Sie erstmal ganz herzlich. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns. Sie haben den Weg nach Merseburg gefunden, obwohl Sie, so wie ich weiß, aus dem Mansfelder Land kommen. Heute. Für mich die Frage, ich habe vieles natürlich nachgelesen. Es ist vieles zu lesen über Sie, aber einiges möchte ich gerne von Ihnen erfahren, was vielleicht nicht zu lesen ist. Vielleicht die erste Frage, ich habe wenig gefunden über Ihre Freizeit und Ihre Hobbys. Außer der politischen Karriere konnte ich viel lesen. Gibt es denn da welche? Es gab mal sehr viel in der Freizeit, bevor ich in den Bundestag eingezogen bin. Und es ist ja auch allbekannt, dass die Freizeit sehr gering jetzt ist. Ich bin also von früh bis abends ständig unterwegs. Aber ich habe trotzdem auch noch Hobbys. Ich fotografiere sehr gern, fahre auch gern Fahrrad. Und bis vor geraumer Zeit bin ich noch sehr viel gejoggt, wie man so schön sagt. Ja, und dann die Familie auch. Ja, kommt man eigentlich, wenn man im Bundestag sitzt, eigentlich zu so viel nebenbei Aktivitäten eigentlich noch? Oder jagt man da nicht von einem Termin zum nächsten? Ja, das ist schon besonders in den Sitzungswochen, die ja von Montag bis Freitag geht. Ich reise da schon Sonntagabend an und fahre dann meistens erst am Samstag wieder nach Hause in den Wahlkreis. Also in der Sitzungswoche ist kaum Möglichkeit. Aber ich habe gelernt, mir auch da ein paar Stunden für mich zu nehmen, für mich ganz alleine. Bin ich also auch nicht telefonisch erreichbar. Das muss man ganz einfach machen, ansonsten steht man das nicht durch. Und außerhalb der Sitzungswochen, bei allen reichhaltigen Terminen, die man wahrnimmt im Wahlkreis, muss man auch einen Rhythmus finden, dass man auch mal ein paar Stunden für sich hat, in der Woche zumindest. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon recht weit in der Zeit vorangeschritten. Wir fangen am besten noch mal ganz von vorn an. Der Harald Koch ist ja nun ja irgendwann mal geboren worden. Wo ist er aufgewachsen? Wie ist er aufgewachsen? Und was war so in Ihrer Jugend so die Highlights? Ja, also geboren bin ich in Sangerhausen, im Krankenhaus, wie das damals schon so üblich war. Ich bin viertes Kind in einer großen Familie. Also wir waren oder sind sechs Geschwister. Aber ich bin die ersten Jahre in Emselow, einem kleinen Dorf bei Sangerhausen, aufgewachsen. Habe dort übrigens eine Schule besucht in der ersten Klasse. Da hatten drei Klassen gleichzeitig Unterricht. Zur selben Zeit. Also noch so eine alte Dorfschule sozusagen, noch ein bisschen, ja? Und das hat mir sehr gefallen. Ich konnte schon sehr viel mitbekommen, was in der zweiten Klasse passiert. Ich hatte da eine Schwester sitzen. Und das war natürlich dann für mich verhängnisvoll, als ich in die Stadt kam. War eigentlich den Stadtschülern voraus in der zweiten Klasse. Und habe dann fast den Anschluss verpasst an der richtigen Stelle. Ja, dann die meiste Zeit Sangerhausen. Dort habe ich auch die POS absolviert. Damals hieß die Wilhelm Pieck. Und dann bin ich gleich zur Berufsausbildung nach Leuna. Also vielleicht für alle Zuschauer, POS, das Polytechnische Oberschule, 10. Klasse sozusagen. Ja, 10. Klasse. Da muss man ja, manchmal unsere muss man Jahrgänge wissen das ja noch. Ja, unsere Jahrgänge wissen es, aber die jungen Leute, die wissen das ja wir schon gar nicht mehr. Wir gehen da sehr leichtfertig mit solchen Abkürzungen um, aber wir müssen das wirklich auch übersetzen. Wie gesagt, dann nach Leuna von 1971 bis 1973, Facharbeiter für die chemische Produktion. Das war nicht mein Traumberuf, aber es gab Zeiten, da konnte man sich den Beruf nicht auswählen. Ja, das waren erstmal so die ersten Stationen noch im jetzigen Wahlkreis, wenn man es richtig nimmt. Ich habe also damals schon Leuna, Merseburg, Halle sehr intensiv kennengelernt, auch die Menschen kennengelernt. Jede Region hat so einen eigenen Schlag an Menschen. Ja. Und die Highlights, ich muss ehrlich sagen, für mich war die Polytechnische Oberschule eigentlich das Entscheidende in meinem Leben. Da wurde ich geprägt. Ich kam aus einer großen Familie, kinderreich damals. Und ich wurde sehr viel unterstützt,
was vielleicht doch interessiert, ich habe damals einen Sprachfehler gehabt, ich habe gestottert. Und durch die Schule, durch diese intensive Widmung der Lehrer meiner Person, konnte ich das abstellen. Und ich sage allen heute, die ein Handicap haben, man kann damit leben, man kann es auch wieder ändern. Und vor allen Dingen die, die sich heute nicht trauen, was zu sagen, ja, denen sage ich nur, du kannst gut sprechen, du hast kein Handicap, melde dich, sag deine Meinung, bring dich ein. Ich bin natürlich neugierig, wie sind Sie denn in die Politik gekommen? Tja, also ich war eigentlich schon als Kind sehr politisch interessiert durch meinen Vater und durch meinen Großvater. Die haben also regelmäßig Zeitungen gelesen, Nachrichten geschaut und wir haben diskutiert. Ich habe also auch schon als Schüler 6., 7. Klasse regelmäßig Zeitung gelesen. Natürlich ist das nicht zu vergleichen mit heute, mit dem Angebot, aber es hat mich sehr interessiert. Und ich habe mich da auch eingebracht, habe mitdiskutiert. Und ich hatte in der Schule wirklich gute Lehrer, Geschichtslehrer, damals Staatsbürgerkunde. Ja. Und ich hatte einen Lehrer, der war später Direktor der erweiterten Oberschule in Sangerhausen, heute Geschwister-Scholl-Gymnasium. Herr Seidel hieß er, den habe ich sehr viel zu verdanken. Der hat einen kritischen Unterricht. Auch zu DDR-Zeiten. Das wollte ich gerade fragen. Gerade in der DDR-Zeit, gerade diese Staatsbürgerkunde-Lehrer waren ja eigentlich Lehrer, zumindest habe ich das so empfunden, die sehr dogmatisch gearbeitet haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Petra. Ja, also wenn man da eine eigene, ich will schon fast sagen, eine eigene Meinung mal zu diesem Staat hatte, weil man ja, ich denke auch Sie, mit sehenden Augen durchgelaufen ist, dann gab es ja eigentlich gleich die große Schelte. War das bei Ihnen nicht so? Nein, also natürlich gab es da schon Vorgaben, an die man sich halten musste. Aber ich hatte damals schon eine eigene Meinung. Ich meine, ich bin ja heute auch dafür bekannt, dass ich nicht mit dem Strom schwimme, sondern auch manchmal, wenn es notwendig ist, wenn ich davon überzeugt bin, dass ich eine Meinung habe, von der ich überzeugt bin, dann schwimme ich auch gegen den Strom. Ich habe das damals auch schon gemacht. Also ist es eigentlich damals geprägt worden. In meinem Elternhaus war immer ein offener, kritischer Ton. Wir wurden niemals angehalten, nur eine vorherrschende Meinung wiederzugeben. Ja. Aber es gab ja mal einen kleinen Schwenker in eine andere Partei kurzzeitig, was ich gelesen habe. Wie ist denn das zustande gekommen? Es gab zwei Schwenker, wenn man es richtig nimmt. Ich war von 1976 ein Mitglied der SED. Aber erst nachdem ich monatelang bearbeitet wurde. Und das ist vielleicht auch interessant, es hat mich sehr geprägt. Zur selben Zeit ist mein Vater aus der SED ausgeschlossen worden. Haben Sie damals einen leitenden Posten angestrebt? Denn manchmal, ich kenne das aus vielen Gesprächen, aus früheren Zeiten natürlich auch, weil meine Mutti, die war auch so ein, ich sag mal, so mittlere Leitungsebene zu DDR-Zeiten, die musste, um diesen Posten zum Beispiel zu bekommen, musste sie unbedingt in die SED eintreten damals. War das bei Ihnen nicht so? Nein, das war nicht so. Das wollten vielleicht die damals Verantwortlichen, aber ich habe mich da nicht reindrängen lassen. Ich war damals der Überzeugung, dass diese Partei mir zu dogmatisch war, von den Leuten eine vorgefasste Meinung abverlangt und da wollte ich mich nicht unterordnen. Aber der Umgang mit meinem Vater, der war Parteisekretär ehrenamtlich in einem Betrieb und hat sich für seine Kolleginnen und Kollegen eingesetzt, hat sich unbeliebt gemacht bei den Verantwortlichen und ist dort aus der Partei rausgeworfen worden. Und das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt gehst du aus Recht rein. Also ich war auch damals immer kritisch, soweit es das auch noch zuließ. Und da war ich bis 1990, Anfang 90. Aber vielleicht noch die Frage, wie alt waren Sie da in dem Moment, wo Sie in die Partei eingetreten sind? Da war ich 22 Jahre. Ja, das ist ja kurz nach der Armeezeit wahrscheinlich. Ja, ja. Es fing in der Armeezeit an, da gab es ja diese Kandidatenzeit auch, das wurde ja aufgebaut. Und ich hatte dort zwei Menschen gehabt, die für mich auch als Bürgen, es waren ja Bürger, Menschen waren, die im Leben standen, von denen ich überzeugt war, dass sie das nicht nur machten, weil sie es machen mussten, sondern aus Überzeugung heraus. Ja, wie gesagt, ich war ein kritischer Geist, auch in der SED. Ich habe zum Beispiel 1987 schon unter der Entwicklung Glasnost Perestroika kritische Meinungen geäußert. Ich habe zum Beispiel damals auf einer großen Mitgliederversammlung der SED-Grundorganisation des Rates des Kreises, da war ich nämlich als Mitarbeiter beschäftigt, offen vor über 300 Leuten in Anwesenheit von Mitgliedern des Sekretariats der Kreisleitung der SED die Trennung von Partei und Staat gefordert. Ich habe gefordert, dass auch unsere Partei sich der Wahl stellen muss, wie jede andere Partei auch, und von den Wählerinnen und Wählern gewählt werden soll. Es gibt heute noch Zeugen, die das miterlebt haben. Und mir ist nichts passiert danach, außer ein, zwei Aussprachen, ja.
Aber ich habe meine Entwicklung genommen und ja, danach kam letztendlich eine parteilose Zeit über ein Jahr, 90 bis 91. Und dort, danach habe ich mich dann der SPD zugewandt, weil da ein paar Leute vor Ort bei mir im Kreistag sehr aktiv waren. Aber die Zeit war ja nicht lang in der SPD. Ja, die war 12 Jahre, 13 Jahre war die. Ja. Ja, die Zeit war ich auch Kreisvorsitzender der SPD, des Kreisverbandes Sangerhausen. Und weil vorhin die Frage war, ob ich mich um führende Funktionen gedrängt habe. Als ich eingetreten bin in der SPD, habe ich gesagt, dass ich unter anderem so schnell keine führende Funktion haben möchte. Weil ich denke, man braucht doch einen gewissen Abstand auch. Ja. Aber wenn Sie sich zu Wort melden, aktiv mitarbeiten, fallen Ihnen die Funktionen zu. Weil die Personaldecke war auch in der SPD nicht so groß. Und ich habe die Funktion gerne gemacht, aber auch als ein streitbarer Geist. Wie kommt man dann aus der SPD, nee, also SED, muss nochmal aufpassen hier, in die SPD und danach dann nach 12 Jahren zu der Erkenntnis, dass es dann doch nicht die richtige Partei ist, wo man sich befindet? Ja, das waren ja diese einschneidenden Erlebnisse 2004, als der damalige Kanzler Schröder, SPD, die Agenda 2010 im Bundestag verkündet. Das war im März 2003, kann mich noch erinnern, 12. März. Und wir haben damals schon innerhalb der SPD, zumindest einige Linke in der SPD, gegen diese Entwicklung vehement aufbegehrt. Es kam auch zur selben Zeit die Auslandseinsätze der Bundeswehr auf dem Balkan, erst als Blauhelme. Und wir haben damals davor gewarnt und waren damit nicht einverstanden. Und dann wird das so einfach verkündet. Und der Widerstand dagegen hat noch mehrere Monate angedauert, bis ich dann die Erkenntnis gewonnen habe, die SPD ist eine opportunistische Partei, die, wenn sie die Gelegenheit hat, die Macht hat, keine wirklichen Veränderungen durchsetzt. Und da habe ich den Austritt erklärt und war auch wieder ein Jahr parteilos und habe mich dann 2004 der WASG, Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit, zugewandt, habe sie mitgegründet, in Sangerhausen, im Kreisverband und dann auch auf Landesebene bis zur Fusion mit der Linkspartei PDS zur Die Linke 2007. Nun habe ich ja gelesen, dass Sie in vielen Bereichen der Verwaltung tätig gewesen sind bisher. Ja. Waren Sie denn jemals auch in der freien Wirtschaft irgendwo aktiv oder mehr oder weniger nur in diesen Gremien? Ja, ich war nur in der freien Wirtschaft, als ich meine Ausbildung absolviert habe. Hier in den Leunawerken. Danach hatte ich mehr oder weniger mit der freien Wirtschaft zu tun, durch meine Tätigkeit in der Kreisverwaltung. Ja. Ich bin ja Diplomökonom auf dem Gebiet der Haushaltswirtschaft in erster Linie studiert und hatte durch die Finanzbeziehungen, die damals auch schon der Rat des Kreises mit seinen volkseigenen Betrieben hatte, als auch dann nach der Wende mit den privaten und den öffentlichen Unternehmen Beziehungen, also viele Kontakte. Aber in der freien Wirtschaft habe ich nicht gearbeitet, wenn Sie das meinen. Nun habe ich ja aus dem Wahlprogramm ja auch einiges entnehmen können, auch die Ziele. Die sind ja auch recht übersichtlich und kurz formuliert, sodass man das als Leser auch schnell nachvollziehen kann. Und da steht ganz oben an erster Stelle, dass Sie dafür sind, dass die Gewerbesteuer erhöht wird. Das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite sagen Sie aber, dass Sie die Rekommunalisierung letztendlich eindämmen wollen. Das heißt, Sie wollen kommunale Unternehmen weniger in die Privatwirtschaft lassen. Für mich natürlich zwei unterschiedliche Aussagen. Welches Unternehmen meinen Sie damit im kommunalen Bereich? Soll es der Bauhof sein? Welche sind damit eigentlich gezielt gemeint? Vielleicht muss ich nur noch ein kleines bisschen aus meiner Sicht berichten. Wir sind nicht für die Erhöhung der Gewerbesteuer, sondern wir sind für die Erhöhung bestimmter Steuern, also wie zum Beispiel den Spitzensteuersatz, ja, weil der viel zu niedrig ist und damit letztendlich auch die wirklich Wohlverdienenden, die Starken der Gesellschaft nicht entsprechend herangezogen werden bei der Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben. Aber wenn Sie auf die Rekommunalisierung zu sprechen kommen. Entschuldigung, das steht aber so drin. Nein, das Erhöhung der Gewerbesteuer, habe ich so rausgelesen. Nein, also doch. Gewerbesteuer nicht. Also Sie können ja mal einen Faktencheck machen, wie das schön sagt. Wir wollen die Gewerbesteuer umwandeln in eine sogenannte
Gemeindeertragssteuer, wo also alle, die eine Leistung erbringen, also auch Zahnärzte, Rechtsanwälte, die ja in der Gewerbesteuer nicht integriert sind, ja, diese Steuer leisten und damit das Steueraufkommen für die Kommune breiter gestellt ist, größer gefächert. Aber eine Erhöhung auf keinen Fall. Wir wollen ja gerade die Leistungsträger, wie andere auch sagen, dieser Gesellschaft, die mittleren Einkommen, die niedrigeren Einkommen entlasten. Wir wollen die Höherverdienenden, die Großunternehmen mehr zur Kasse bitten. Was die Rekommunalisierung betrifft, es gibt da einen Slogan, der bringt es auf den Punkt. Was alle brauchen, muss öffentlich bleiben. Also was für die Menschen, für die Ver- und Entsorgung der Menschen an Leistung notwendig ist, das muss öffentlich bleiben. Da müsste man das wahrscheinlich noch viel größer fassen. Ich sag mal Energie. Energie auf jeden Fall. Gesundheit. Abwasser, Wasser, Abwasser, Strom, Gesundheit, ja. Alles solche Sachen. Steht da die Linke dafür, dass man das alles wieder in staatliche Hand übernimmt? Genau, weil das dürfen keine Bereiche sein, die einer Gewinnoptimierung unterlegen werden müssen. Weil Profitstreben führt immer dann dazu, dass Leistungen teuer werden, beziehungsweise nicht mehr flächendeckend angeboten werden. Ich nehme mal ein Beispiel, der öffentliche Personennahverkehr. Haben wir jetzt auch wieder Beispiele, wo also der ÖPNV, dieses Verbundes, wo auch Mansfeld-Südharz dazu zählt, stellt Linien ein, weil sie nicht mehr lohnenswert sind. Und es gibt immer Bereiche, die mehr Geld kosten, als sie erbringen. Aber ist das nicht auch gefährlich, wenn man ein Monopol schafft in bestimmten Bereichen, dass man als Verbraucher dann letztendlich sagen muss, dann muss ich den Strom, dann muss ich das Gas von der Kommunalen beziehen und kann nicht mehr den Wettbewerb aussuchen? Heute habe ich halt mehrere Möglichkeiten zu sagen, ich wähle verschiedene Anbieter aus. Wenn man das natürlich auch wieder unter einer Fahne laufen lässt, wird es dann nicht für den Verbraucher nicht wieder etwas schwierig zu sagen, dann kann ich nicht handeln, dann kann ich nicht wechseln? Ja, Rekommunalisierung heißt ja nicht, dass es nur kommunale Unternehmen auf diesem Gebiet gibt, können auch noch private. Die das dann lassen auch Sie noch ein, in einen Wettbewerb, ja, wir sind auch für Privatinitiative, für Privatunternehmen. Also das ist wirklich nun absolute, weit hergeholte Geschichte. Das lassen wir uns auch nicht mehr anhängen. Da können Sie auch in unserem Programm nachlesen. Wir wollen bloß die Schlüsselbereiche, dass die öffentlich-rechtlich beherrscht werden. Ja. Also trotzdem ist da noch ein Wettbewerb in Not, ist genau wie heute. Bloß heute können Sie von keinem Wettbewerb sprechen. Wir haben Monopolbildung im privaten Bereich, in extremer Weise. Also wir sind heute nur noch von 4 großen Energiekonzernen abhängig und die stimmen sich ab untereinander. Ja. Das ist gut. Die bestimmen letztendlich das Spiel einseitig. Das hat Nachteile. Die Stadtwerke haben es unheimlich schwer und unterliegen einem unwahrscheinlichen Druck, der ruinös ist. Wir sind jetzt ein ganz kleines bisschen so in die allgemeine große Politik eingeschwenkt. Aber wir haben natürlich auch noch, sagen wir mal, wir wollen ja Sie persönlich vorstellen. Ja. Wir wollen ja wissen, warum soll der Wähler Sie hier in Merseburg als Direktkandidat wählen? Sie sind es jetzt ja auch zur Zeit. Ja. Sie sitzen also jetzt schon 4 Jahre? Nur dreieinhalb. Dreieinhalb Jahre? Drei Viertel. Im Bundestag. Ja. Regieren also sozusagen, ich meine natürlich auf der Oppositionsbank, aber beteilige sich zumindest am Regieren durch konstruktive Kritik, könnte ich das jetzt mal sagen. Ja, wofür steht Harald Koch, wenn er im Bundestag sitzt und wenn er dann wieder gewählt wird? Wofür stehen Sie? In erster Linie stehe ich für eine friedliche und sichere Kommune. Damit ist gemeint, dass die Kommunen in erster Linie mit ausreichenden Finanzen ausgestattet sein müssen, um letztendlich auch ihre Aufgaben wahrzunehmen, für die Menschen da zu sein. Und wir haben ja in den letzten 20 Jahren da eine verhängnisvolle Entwicklung durch die rot-grüne Steuerpolitik. Ab 2004, Senkung des Spitzensteuersatzes, Körperschaftssteuer etc., haben wir Einnahmeausfälle pro Jahr von über 165 bis 180 Milliarden. Die fehlen auch den Kommunen. Und das führt eben dazu, dass wichtige Einrichtungen geschlossen werden müssen. Und wir haben jetzt auch das aktuelle Beispiel im Mansfeld-Südharz, dass dort die Landesbühne, das Theater in Lutherstadt-Eisleben,
quasi gestrichen werden soll. Das Land hat angekündigt, seinen gesamten Zuschuss in Höhe von 1,3 Millionen auf null zu fahren. Ja. Das ist die Hälfte vom gesamten Budget. Und ich sage, wir müssen sogar mehr fordern, weil das, was bisher reduziert wurde, hat dazu geführt, dass Schauspieler mit einem Hungerlohn abgespeist werden. Ein Schauspieler verdient dort, verdienen kann man gar nicht sagen, bekommt um die 1000 Euro brutto, das ist viel zu wenig, um davon leben zu können oder gar eine Familie zu gründen. Also wir brauchen ja mehr Geld und da ist jetzt ein Kampf vor Ort um den Erhalt. Jetzt wurden angeboten 750.000 Zuschuss, aber der reicht nicht. Das ist der Anfang vom Ende. Also für solche Dinge trete ich in erster Linie ein und mache mich im Bundestag dafür stark. Aber es gibt dann noch andere Themen, die vielleicht nicht so hier direkt wahrgenommen werden. Aber ich bin ja im Finanzausschuss, wie gesagt. Und dort geht es mir in erster Linie darum, dass wir über eine gerechte Steuerpolitik die Reichen mehr belasten und die mittleren und unteren Einkommen entlasten. Und dazu gibt es ein Steuerkonzept von uns. Das ist also sehr lohnenswert, sich das mal anzuschauen. Ich bin auch gern bereit, da Fragen zu beantworten. Das nächste ist meine Tätigkeit im Verteidigungsausschuss, dass wir eigentlich nur Linke diejenigen sind, die am konsequentesten fordern, dass alle Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr aus den Auslandseinsätzen nach Hause geholt werden. Weil wir sind strikt gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr. 3,5 Jahre sind Sie nur schon im Bundestag. Wenn Sie jetzt realistisch, auch wirklich realistisch, einschätzen, wie weit Ihr Engagement für diese Themen etwas bewegt hat im Bundestag, was würden Sie da sagen? Schon allein, dass wir als Linke im Bundestag existent sind und dort Themen auf die Tagesordnung setzen, in unseren Reden über bestimmte Themen sprechen, sind diese Themen erst in der Gesellschaft anwesend. Ich nenne mal zwei Beispiele. Das erste ist die Forderung um einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Wenn wir nicht im Bundestag wären, hätte keiner darüber geredet, wäre das heute kein Thema. Mittlerweile reden sie alle drüber. Inwieweit es glaubwürdig ist, sei mal dahingestellt. Das nächste ist Beendigung der Einsätze der Bundeswehr im Ausland. Und da hatten wir vier Gelegenheiten, darüber zu reden. Für mich persönlich ist natürlich eins entscheidend, auch die Menschen in meinem Wahlkreis nehmen das wahr. Und ich bin öfters durch meine Tätigkeit im Verteidigungsausschuss im Fernsehen, in MDR aktuell. Und wenn es nur 5 oder 8 Sekunden sind, die Leute sprechen mich daraufhin an und sind sehr dankbar, dass ich das dort so sage. Das wäre alles nicht. Aber Sie fassen ja allerhand Beschlüsse. Ich muss ja mal staunen aus vielen verschiedenen Themen. Kann man dann wirklich für jeden Themenbereich so abstimmen, dass man sagt, ich habe die Kenntnis dafür, ich habe das Wissen dafür, wirklich zu sagen, ich entscheide mich für Ja oder Nein? Tja. Also auf allen Gebieten kann man nicht Fachmann sein. Dazu gibt es ja auch die Fachpolitiker. Ich beschäftige mich natürlich sehr intensiv mit den Vorlagen, auch mit denen, die nicht zu meinem Fachressort zählen. Aber wir orientieren uns da auch an den Vorgaben, an den Hinweisen, an den Erläuterungen unserer Fachpolitiker. Also wenn zum Beispiel eine Entscheidung ansteht auf dem Gebiet des Arbeitsmarktes, dann reden wir auch mit denen und sagen, was sagst du zu dieser Vorlage, wie ist deine Meinung? Das ist natürlich kein Zwang. Das wollte ich gerade fragen. Gibt es denn den Fraktionszwang? Nein. Also in unserer Fraktion gibt es keinen Zwang. Also Sie müssten da mal eine Fraktionssitzung miterleben bei uns. Die geht manchmal bis über Mitternacht, weil manchmal will jeder was zu dem Thema sagen. Und bei 3 Minuten nur, bei 76 Abgeordneten kommen einige Stunden zusammen. Dort wird ausgiebig diskutiert, aber jeder hat das Recht, selbst zu entscheiden, sich bei der Abstimmung, vor allem bei den namentlichen Abstimmungen, zu positionieren. Das heißt, wenn Sie abstimmen, haben Sie immer das Gefühl, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Da bin ich also hundertprozentig davon überzeugt. Deswegen sitze ich auch so lange, oftmals auch in der Nacht. Es gibt zum Beispiel eine Nacht, da bin ich meistens nicht vor um 2 im Bett. Das ist vom Dienstag zum Mittwoch. Mittwoch früh sind nämlich die Ausschusssitzungen. Da muss ich mich sehr intensiv mit den Unterlagen beschäftigen und das dauert seine Zeit. Sehr anstrengend auch. Das stelle ich mir schon vor. Aber gibt es für Sie noch ein politisches Vorbild? Vielleicht aus der Vergangenheit? Aus der Vergangenheit, ein politisches Vorbild. Ja, ich nenne da ganz einfach Karl Marx, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es hat mal eine Zeit gegeben, wo ich auch zwischendurch dachte, naja, das war doch ein ganz schöner Theoretiker. Aber ich treffe heute viele Leute, die keine Linken sind, die sagen, Marx hat recht. In den grundsätzlichen Aussagen, was die Beschreibung unserer Welt betrifft, vor allen Dingen der ökonomischen Welt, liegt er hundertprozentig richtig. Marx ist moderner denn je. Man sagte ja auch schon zu DDR-Zeiten, wenn das alles Marx wissen würde, dann würde er sich im Grabe umdrehen, wahrscheinlich als Turbine. Das war ja so eine kleine Rede. Und der ist für viele Politiker ein Vorbild. Er hat sehr bescheiden gelebt, ja, unter schwierigen Verhältnissen und hat seine Idee entwickelt und auch in die Welt gebracht. Wie muss man sich das übrigens vorstellen, so in einer Fraktionssitzung? Ich meine, dass jeder seine Meinung sagen kann, ist okay. Eigentlich würde ich jetzt aus meiner Selbstverständnis natürlich auch das eigentlich voraussetzen, dass man wirklich ehrlich und offen miteinander spricht. Ja. Wird dann aber versucht, so eine Art Konsens zu finden? Ich meine, natürlich, wenn Sie zum Schluss abstimmen müssen, müssen Sie das mit sich selbst vereinbaren. Hm. Aber gibt es da auch so eine Fraktionsmeinung eigentlich? Hm. Also wo man dann sagt, wir haben uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt und okay, dann stimme ich eben so. Ja, ja. Also für mich waren da immer auch die Aussagen, die Redebeiträge von Gregor Gysi sehr wichtig. Und wenn ich nochmal zwei Politiker nennen sollte, wenn sie auch von ihrer Positionierung leicht gegensätzlich sind, Gregor Gysi und Oskar Lafontaine. Also es gab Situationen schon, wo ich dachte, jetzt zerlegt sich die Fraktion. Ja? Und Gregor Gysi hat es immer wieder verstanden, uns wieder emotional runterzuholen, die ganze Debatte zu versachlichen. Er hat ein unwahrscheinliches Allgemeinwissen auf vielen Gebieten. Ja, ich sitze ihm ja nun in der ersten Reihe direkt gegenüber und ich habe mich meistens immer auch so an ihn orientiert, ja, und lag immer richtig. Man sagt ja schon bei der letzten und bei der vorletzten Bundestagswahl, hätte, wenn die Linke, Linke meine ich jetzt SPD, Grüne und die Linke selbst, wenn die sich zusammengerauft hätten, hätten sie ja doch zwar eine knappe, aber doch eine Mehrheit im Bundestag bekommen. Ja, ja. Warum ist es nicht möglich, sich in diesem Bereich, ich sag mal, zu einigen, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner? Wie sehen Sie da das Vergangene und vielleicht die Chancen für die nächste Bundestagswahl? Also ich bin ja auch bei diesen Überlegungen immer auch sehr selbstkritisch. Also was haben wir eventuell als Linke falsch gemacht? Ja. Bloß ich muss wirklich sagen, ich kann da nichts finden, weil was wir fordern, ist ja eigentlich selbstverständlich. Und die anderen haben sich bisher immer unter, aus meiner Sicht, fadenscheinigen Gründen verweigert. Immer das Letzte, woran sie sich festhielten, um uns auszugrenzen, war diese internationale Sichtweise. Also, dass wir nicht europäisch genug sind, dass wir die NATO abschaffen wollen, also nicht staatstragend genug. In Wirklichkeit komme ich immer wieder darauf zurück, vor allen Dingen die Sozialdemokraten wollen nicht wirklich andere Politik machen, weil sie gar nicht dazu in der Lage sind. Und würde da die Linke vielleicht als, ich sag mal so, als treibender Keil oder als treibendes Etwas, wenn es denn dazu käme, so ein bisschen die Leute schubsen, also die SPD schubsen? Oder? Ja, das versuchen wir ja laufend. Also es gibt ja in unserer Fraktion, in unserer Partei, einige bekannte Leute auch, die sehr intensiv in solchen Gesprächsrunden tätig sind, Institut und wie sie genannt werden, und auch schon oftmals mit Sozialdemokraten und Grünen in wichtigen Positionen Übereinstimmung gefunden haben. Auch wenn es dann zu Entscheidungen im Bundestag kommt, sind die alle null und nichtig. Ja. Da fühlen sich teilweise die Mitglieder des Bundestages aus der Sozialdemokratie verraten. Hier geht es um ganz andere Machtinteressen. Man will letztendlich nicht konsequent in diesem Lager, ich sage mal diese Kanzler, ich nenne sie Kanzlergefolgschaft, CDU, CSU, FDP, Linke und Grüne. In entscheidenden Fragen sind sie immer der Regierung gefolgt. Und zum Beispiel nur allein die Frage, dass wir die Auslandseinsätze der Bundeswehr beenden, zumindest die Kriegseinsätze, ist nicht machbar. Sind wir die einzige Partei, die einzige Fraktion, die so konsequent diese Forderung aufstellen? Das ist beim gesetzlichen Mindestlohn nach wie vor so, auch wenn Sie jetzt darüber reden. Aber Sie reden nur, ich prophezeie schon eins, nach der Wahl wird man wieder ganz andere Position vertreten. Also der gesetzliche flächendeckende Mindestlohn wird noch sehr lange dauern dann. Und wenn er kommt, dann ist er sehr niedrig. Ja, wir fordern 10 Euro,
weil das das Existenzminimum ist, weil das die Altersarmut verhindert, ist eine Selbstverständlichkeit eigentlich. Aber die Folge ist, da sehen wir ja derzeit die Prognosen der SPD, die Umfragewerte sind natürlich nicht traumhaft. Das ist mit Sicherheit auch so eine kleine Folge, dass der Wähler noch ein bisschen verunsichert ist mit dem, was dort passiert. Was wünschen Sie sich denn oder was erhoffen Sie sich denn für einen Wert für Ihre Partei? Wo soll denn der Prozentsatz liegen am 22. September? Ich bin Optimist, weil ich habe dann so ein Déjà-vu 2009. Da lagen wir ja auch bei den Umfragen nicht so bedeutend. Aber ich sag mal, wer seine politische Arbeit sehr stark nach Umfragen ausrichtet, der ist verloren. Wenn man von etwas überzeugt ist, muss man es ganz einfach weiter vertreten und in der Politik voranbringen, egal wie die Umfragen sind. Aber wie gesagt, die Existenz der Linken innerhalb des Bundestages ist von immenser Bedeutung für die Weiterentwicklung Deutschlands und auch Europas. Aber ich gehe mal von einem zweistelligen Wert aus. Von zweistelligen Wert? Von einem zweistelligen. Steht da eine 1 oder eine 2? Naja, wir wollen ja realistisch bleiben. Also da wird eine 1 davor stehen. Ja. Aber was ich mir wünsche, ist dann daraus, dass dann doch eventuell doch eine Konstellation herauskommt, Rot-Rot-Grün. Ja. Ganz die Hoffnung sollte man nicht aufgeben, die sollte zuletzt sterben. Aber ich hätte da kein Problem damit. Natürlich an bestimmte Bedingungen gebunden. Ja. Es gibt also zum Beispiel keine Auslandseinsätze der Bundeswehr, solche Sachen. Ja, aber nur mal so vielleicht wirklich einen kleinen realistischen Touch. Die Linken haben ja in Berlin lange Zeit mitregiert, sie haben oben in Mecklenburg-Vorpommern mitregiert. Und eigentlich hat man da linke Politik aus meiner Sicht zumindest kaum gespürt. Eigentlich ist die SPD so stark da gewesen, dass die Linken, ob für Machterhalt oder warum auch immer, das kann ich jetzt von Weitem nicht beurteilen, durchaus den SPD-Leuten gefolgt sind. Wäre das nicht bei einer Bundesregierung dann genauso? Ich meine, so viel Hypothese, wie da jetzt drin sein möge. Ja, ja. Nein, das sind, sagen wir mal, in erster Linie haben Sie ja jetzt Landesverbände in den neuen Bundesländern genannt. Ja. Und man muss auch ein bisschen kritisch sein. Das sind gerade für mich diese roten Haltelinien, die ich als Linker auch in der Regierung nicht überschreiten würde. Wenn das von mir verlangt wird, würde ich mich wieder aus der Regierung ausklingen. Das wäre jetzt öffentliches Eigentum. Kein Verkauf von öffentlichen Wohnungen. Das war ein großer Fehler. Ja. Keine Auslandseinsätze oder die Auslandseinsätze da Armee zurückzunehmen. Ja, das auf keinen Fall. Ja. Weil das ist wirklich ureigenste linke Politik. Und ich will noch ein weiteres Beispiel nehmen. Wir fordern wirklich in unserem Programm auch mehr Beteiligung des Volkes an Entscheidungen, plebiszerische Elemente, Volksbegehren, Volksbefragung, Volksentscheider. Dann kann ich doch nicht als Linke in Berlin eine Bürgerinitiative behindern, die um die Offenlegung der Wasserverträge gekämpft hat. Ja. Da weiche ich meine Position auf. Ja. Und ich denke mal, aus den Fehlern haben wir gelernt. Und das auf bundespolitischer Ebene würde so etwas nicht passieren. Stichwort Eurokrise. Wie würde da die Linke sich positionieren, wenn sie denn in der Regierung wäre? Würde diese Politik, die jetzt zurzeit stattfindet, mit alle müssen sparen, damit sie dann die nächste Tranche kriegen? Heute ist ja gerade wieder in der Presse, durch die Presse gegangen, dass in Griechenland 15.000, wenn ich richtig informiert bin, 15.000 Staatsbeamte entlassen werden sollen, sonst gibt es die nächste Tranche nicht. Ja, ja. Würde da die Linke mitspielen? Wie sieht da die Politik aus? Also erstens mal sind wir keine europafeindliche Partei. Wir sind für Europa, aber wir sind für ein bestimmtes Europa. Wir haben ja bis jetzt nur eine Wirtschafts- und Währungsunion gehabt. Wir brauchen auch eine Sozialunion. Wir brauchen einheitliche Standards, Löhne, Rente. Ja. Dann wäre auch eine harmonische Entwicklung in Europa möglich. Nicht wie jetzt durch Niedriglöhne in Deutschland, Wettbewerbsvorteile, Exportüberschuss in extremster Art. Ja. Das bringt natürlich eine Disharmonie, wenn man es sehr diplomatisch ausdrückt, die führt in die falsche Richtung, die führt zu Spannung. Also wir wären dann auf jeden Fall für die Rücknahme dieses Sparkurses. Also wenn ich das höre, was heißt sparen? Sparen heißt, dass ich von dem, was ich übrig habe, was zurücklege. Wir haben da nichts übrig, sondern das ist ganz einfach streichen. Wir wären gegen Sozialabbau, für Mindestlöhne, für eine harmonische Entwicklung in dieser Gesamtvolkswirtschaft Europa.
dafür würden wir uns auf jeden Fall stark machen. Und das geben uns ja konservative Ökonomen recht, die ja auch sagen, das, was im Moment Frau Merkel in erster Linie betreibt, diesen Merkelismus, der ist katastrophal, der führt in die falsche Richtung. Aber wie wollen Sie denn den Mittelstand stimulieren? Das ist für mich noch, ja. Sie sprachen ja vorhin, also die mittleren, die unteren Einkommen, die sollen zumindest das Gefühl haben, dass es gerecht zugeht. Aber der Mittelstand selber, gut, nun stöhnt man gerne, aber letztendlich nicht ganz unbegründet. Wie könnte man den denn von Ihrer Seite her auch so weit motivieren, dass er sagt, das macht Spaß, ich will Aufträge haben, ich will Steuern zahlen, was der Geldbeutel hergibt. Ja, ja. Gerechte Steuern, ja. Gerechte Steuern. Zuerst wäre es notwendig, ein europäisches Konjunkturprogramm aufzulegen. Das, was wir in die Rettungsschirme reingesteckt haben, eine 500 Millionen, muss man sich mal vorstellen, wenn ich das allein in den Mittelstand gegeben hätte, oder die Hälfte nur, hätten wir wirklich eine konjunkturelle Entwicklung. Mehr Aufträge, Gewinne für diese Unternehmen und sie könnten auch Steuern zahlen. Arbeitsplätze schaffen, gar nicht davon zu reden. Und das nächste ist, wenn ich dem Mittelstand wirklich die überzeugend rüberbringe durch die Praxis, dass sie entsprechend ihres Anteils, ihrer Leistungskraft auch Steuern zahlen und die anderen auch, sprich die großen Konzerne, die internationalen Konzerne. Wissen Sie, wie hoch da das durchschnittliche Steuerniveau liegt, zum Beispiel in der Autobranche? Unter 12%, das muss man sich mal vorstellen. Da zahlen Sie ja mehr, ja? Durch Töchtergesellschaften und irgendwelche Konstruktionen. Inseln, die es möglich machen. 12%, das ist doch nicht mehr nachzuvollziehen. Ja? Und dann hätten wir auch ein ganz anderes Bewusstsein der Menschen hinsichtlich dem Staat gegenüber. Man würde sagen, der Staat ist gerecht. Ich muss hier leider abbrechen, weil wir nämlich am Ende unserer Sendezeit schon angekommen sind. Also 40 Minuten vergehen wie im Flug, wenn man sich über interessante Dinge unterhält. Ich hätte noch viele Fragen. Ja. Können wir können ja die Fragen dann stellen, wenn die große Diskussionsrunde bei uns mit allen Kandidaten nochmal ist. Bis dahin. Die heben wir uns auf, genau. Bis dahin verabschieden wir uns erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich bei Harald Koch, dass er die Zeit gefunden hat, hier nach Merseburg zu kommen. Bedanke mich bei Petra Kohne und ich denke, wir sehen uns nächste Woche in jedem Fall wieder. Und ich bedanke mich bei den beiden Herren. Dankeschön.